möchte, oder weil man auch tatsächlich der Meinung ist, das ist der Kern alles Wirklichen, überall geht es Menschen, also wenn ich auf den Menschen gucke, werde ich auch die Welt verstehen. Und das stimmt halt nicht. Ich werde euch gleich nochmal, oder macht das vielleicht zuerst, ein Strukturmodell zweiter Ordnung herstellen. Das ist ja auch so, man fängt dann an zu spielen. Ne? Eine Puppe in der Puppe und Puzzle und jeder, der noch was beitragen möchte oder irgendwas wo nicht untergebracht hat, der baut dann dieses Modell aus und um, ob das logisch passt oder nicht. Das ist noch, was wir hier haben, ist das Strukturmodell der zweiten Ordnung, das professionell beherrscht werden muss, das noch einigermaßen geht, das noch nicht so ein Theoriemonster ist wie manche andere. Da sagt man sich einfach, im Eltern-Ich sind all die, die als Elternfiguren, als Orientierungsgeber sind, in ihrer ganzen Persönlichkeit abgespeichert. Also die haben dann ihrerseits wieder Eltern-Iche, sind auf dem Stand ihres Erwachsenens, wobei man sich immer fragen muss, in dem Fall schon, wenn das Erinnerungsfiguren von früher sind, wann ist er? Also strukturell stimmt es schon nicht mehr, dass man eigentlich den Zeitpunkt gar nicht mehr bestimmen kann. Geht eigentlich schleichend da schon hinüber in ein Funktionsmodell im Sinne von vernünftiges, gereiftes, erwachsenes Verhalten, was aber ein Bruch in der Logik des Modells ist. Und wer sind diese Menschen in ihrer Kindheit gewesen? Also praktisch wird es dann doch, wenn man nicht gerade Mehrgenerationenbetrachtung macht, inwiefern eigentlich die Mutter der Mutter durch die Mutter gesprochen hat, geht man schleichend in der Regel schon in ein Funktionsmodell über. Wann war die Mutter eigentlich fürsorglich, kontrollierend, wann war sie vernünftig und wann war sie selbst kindlich, sei es in einer freudigen, fröhlichen Art, sei es in einer, die Neurosen ihrer Vorgenerationen, ihrer eigenen transportierenden, weitergebenden Art. Gut daran ist, dass in diesem Modell einfach viele mögliche Figuren mit einbezogen werden. Ein Problem der Psychotherapie ist, dass sie ja in diesem einfachen Eltern-Kind-Schema völlig verhaftet war. Man hat lange gebraucht, bis man die Bedeutung der Geschwister auch nur einigermaßen repräsentiert hat in der Persönlichkeitsarbeit. Vielleicht ist das mit dem Familienaufstellen vom Methodischen her mehr gekommen. Und was die Psychotherapie lange ja überhaupt nicht beachtet hat, die Bedeutung einfach von Menschen, die nicht zur Familie gehören. Freunde, Onkel, Tanten und so. Und dass die oft viel wichtiger sind für das, was jemand an Wirklichkeitsvorstellungen in sich inkorporiert hat, als was anderes. Und ja, also auf jeden Fall schön an dem Modell ist, dass man auch im Eltern-Ich real people and real-life-Situation einigermaßen noch nachzeichnen kann. Erwachsene-Ich ist unverändert und jetzt hat man im Kind-Ich wieder diese Zweier-Unterteilung gemacht und da wird es theoretisch bricht es völlig, weil im Kind-Ich kann per Definition kein L sein, wenn L extrapsychisch ist und Kind archiopsychisch. Das stimmt einfach logisch nicht. Trotzdem hat es einem irgendwie jemandem gefallen, daraus da drei Kringel reinzumachen und man hat andere wichtige Beobachtungen damit verbunden. Und die Beobachtungen, die damit verbunden sind, möchte ich nicht in Frage stellen. Es ist die Frage, ob man das theoretisch hätte so fassen sollen. Nämlich, dass ein Kind sich selbst magische Vorstellungen von Wirklichkeit macht und die sich selbst zur Norm macht. Also in der Psychotherapie, aber auch sonst in der Beratung merkt ihr, dass es Menschen gibt, die eigentlich am renitentesten, wenn sie streng mit sich sind, dann sind und es schwer veränderbar ist, wenn sie vernachlässigte Kinder waren. Wenn also in den Haushalten, in denen sie aufgewachsen sind, es keine nachvollziehbare Ordnung gab und die sich aus ihrem kindlichen Gemüt heraus sich eine Ordnung gemacht haben, die manchmal naturgemäß sehr eingeschränkt und manchmal sehr zwanghaft sein kann, mit der sie sich heute immer noch steuern. Und das ist ein Phänomen, das praxisrelevant ist und das man jetzt zum Beispiel in dieses EL1 reintun kann. Es gibt auch im Kind magisches Denken,
dass man glaubt, es muss an mir liegen, dass die Mama so depressiv ist. Wäre ich nicht da, würde es ihr besser, sicher besser gehen. Und mit einem unausgereiften magischen Denken zu Schlüssen kommt, die dann manchmal auch in diesem EL1, also als künftige Orientierung fürs Leben, gespeichert werden und in vergleichbaren Situationen quasi automatisch wachgerufen werden. Das nennt man dann die Elektrode. Also ping und dann ist das. Also von daher, die Beschreibungen der TA sind praktisch sehr wichtig. Die Frage ist, ob man sie hätte in ein solches Strukturmodell zweiter Ordnung ins Kind tun sollen. Ich denke, man hätte es sich wesentlich leichter getan, wenn man von vornherein, wie ich das später auch mache, ein Funktionsleitermodell macht und sagt, für das, was wir gerade betrachten, wollen wir einfach ganz verschiedene Qualitäten unterscheiden. Da gibt es magisches Denken, da gibt es eigene Schutz- und Orientierungsfunktionen, die man sich selbst sucht, da gibt es Orientierungsfunktionen, die man sich außen sucht und könnte dann einfach in ein offenes Leitermodell die Differenzierung, die man für den Moment sinnvollerweise brauchen kann, reintun, ohne deren genaues Verhältnis zueinander theoretisch zu klären. Dafür gibt es nämlich gar keine Notwendigkeit aus praktischen Gesichtspunkten. Es hat diese Notwendigkeit entsteht meist nur, wenn man behauptet, dass diese Phänomene aus einem bestimmten Strukturmodell heraus erklärbar und abgrenzbar sein müssten. Müsste aber nicht. Und das K1, das ist das sogenannte somatische Kind. Damit meint man sozusagen eine sehr, ja, die Therapeuten würden sagen, ein sehr frühes Niveau der Verarbeitung. Je kleiner ein Kind ist, desto mehr schlägt sich das alles in Körper, in Gehirnkörperreaktionen und Mustern nieder. Kann man sich leicht vorstellen, wenn man ein kleines Kind, wenn das sich freut, da zappelt der ganze Körper und wenn es erschrickt, erstarrt der ganze Körper. Und wenn daraus Muster werden, kann man sich vorstellen, dass das etwas ist, was später nicht eindeutig emotionalen Situationen oder Beziehungen zugeordnet werden kann, sondern dass es einfach Reaktionsmuster sind, die das Gehirn lernt und die dann durch bestimmte Auslöser ausgelöst werden, die auch gerne, so erklärt man sich dann psychosomatische Störungen, die sich auch gerne auf der körperlichen Ebene zu Folgestörungen ausweiten, ohne dass man weiß, mit welchen seelischen Hintergründen und Erfahrungsprozessen das eigentlich noch verbunden ist. Und danach unter Umständen zu suchen und gerade wenn man sogenannte Regressionsarbeit macht, also wenn man über Hyperventilationstechniken oder Bonding-Techniken diese frühen Erfahrungswelten in Menschen weckt, ist auch nicht schlecht. Man hat auch ein Beschreibungsschema, wie man sich erklärt, was man da antrifft. Für die Verwendung in nicht-therapeutischen Gefilden ist das in der Regel nicht bedeutsam. Und deswegen ist auch gut, dass man das nicht als Zwangs-, also wenn man differenzierter sein will in Ich-Zuständen, hieß es immer Strukturanalyse zweiter Ordnung. Damit hat man sich aber Themen und Fragestellungen eingehandelt, die für bestimmte Bereiche überhaupt keine Relevanz hatten. Man hätte anders differenzieren müssen. Eine Art, wie eine Strukturanalyse zweiter Ordnung einen gewissen Sinn macht, ich weiß gar nicht, ob ich da drauf gekommen bin, ich glaube, kann sein, dass ich es bei Vanita gelesen habe, Vanita Englisch, wäre einfach, wenn man die Zeitschichten zurückgeht, da macht es relativ viel Sinn. Also, wie ging es mir, als ich von der Grundschule ins Gymnasium gewechselt bin? Sehr viele neurotische Probleme haben ja oft gar nicht mit der ganz frühen Kindheit zu tun, sondern haben zum Beispiel mit Milieuwechseln zu tun. Jemand ist auf dem Dorf zur Schule gegangen, hat sich da sehr wohl gefühlt. Die Situation in der Familie, die hatten eine Metzgerei oder sowas, war sehr angespannt, sind Zwillinge nachgekommen, gerade zu dieser Zeit. Und dann, aber man hat sich mit den Kameraden und im Dorf aufgehoben und geboren gefühlt. Dann kam man aufs Gymnasium, wurde Fahrschüler, fiel aus dem Fußballverein raus, hatte Lernprobleme zu Hause, hatte niemand Zeit dafür. Die Gewohnheiten in diesem Milieu waren auch nicht so, dass man damit hätte sehr gut umgehen können. Und dann kann man verstehen, dass jemand, der in einer Familie groß geworden ist, wo seine Kleinkindheit in Ordnung war und wo eigentlich im Erwachsenen
Alter auch sehr vieles sehr nachvollziehbar war, gar kein Grund, warum man dabei hätte neurotisch werden müssen. In dieser Zeitschicht, wenn man die kindliche Erfahrung und Musterbildung und die Umwelterfahrung und Musterbildung und das in der Aktion zeitgenau richtig zueinander in Bezug bringt, manches verständlich wird, was einem pauschaler gesprochen so nicht verständlich wird. Und dafür eignet sich dann schon ein solches Zwiebelmodell des exteropsychischen Systems und des archäopsychischen Systems nach Zeitintervallen. Also wenn ich jetzt mit euch eine geleitete Fantasie machen würde, die dem folgen würde, da würde ich sagen, stellt euch vor, ihr seid gerade in der Schule gekommen, was ist zu Hause los, wie geht es den Eltern, gibt es Themen in der Verwandtschaft, wie geht es euch selbst, wie war es körperlich mit der Gesundheit, wie weit war der Hausbau. Also sind ja so viele Dinge, die bei sowas eine Rolle spielen. Hast du jetzt dein eigenes Zimmer noch nicht gekriegt, das du hättest kriegen sollen und was da alles gibt. Und dann könnten in sinnvollen archäologischen Schichten diese Welten wiederkehren und durch das Zusammenspiel von Außenwirklichkeit, orientierende Außenwirklichkeit und eigene Versuche, seinen Lebensentwurf zu schaffen, sein Wesen zu entwickeln, würde man ganz interessante Szenarien kriegen, die in verschiedenen Lebensphasen sehr verschieden sein können. Was manchmal so pauschal über einen Löffel balbiert wird, was dann sehr schade wäre. Also für solche Zwecke würde sich diese Art von Strukturmodell zweiter Ordnung sehr gut eignen. Mehr möchte ich da jetzt gar nicht machen. Wir kommen ein bisschen noch dabei zu der Frage der Skripterzeugung später. Wie kommt jemand zur Lebensorientierung? Da wurden dann sogenannte Skriptmatrixen hergestellt, wo dann Vater und Mutter und Kind und aus welchen Ecken welche Botschaften kamen und wie die sich verquickt haben. Und da gibt es zum Teil also auch Monster-Theorien. Alle großen Lehrer, die ich kenne, die haben das vielleicht mal als Fingerübung gemacht, aber in der praktischen Arbeit wird in der Regel mit einer unausgesprochen driftenden Hin und Her zwischen Funktions- und Strukturmodell eigentlich mit einem Strukturmodell oder Funktionsmodell erster Ordnung mit ein paar wenigen Zusatzunterteilungen gearbeitet. Und man benutzt das einfach nur als Schema und füllt es so, wie man es gerade braucht. Das ist theoretisch höchst unsauber, aber wenigstens das. Auf diese Weise hat man sich so guerillamäßig eine Flexibilität erhalten. Ich bin ordentlicher Mensch, ich würde das dann auch gern von der übergeordneten Theorie dann dem einen angemessenen Platz einräumen. Jetzt habe ich euch, das heißt die Susanne hat es so schön gemacht, die Ich-Zustände, sehe ich gerade, das wäre natürlich schon ein pathologisches Zeichen, wenn die gar nicht miteinander verbunden sind. Die Ich-Zustände berühren sich nicht. Da kann ich vielleicht eine der Skurrilitäten der Theorieentwicklung der TA dabei aufzeigen. Das heißt, da wären jetzt der Austausch innerhalb der Persönlichkeit durch die semipermeable Membran der Ich-Zustandsgrenzen gestört, weil permeabel kann das gar nicht sein, wenn die sich nicht berühren. Und das ist eine sehr ernsthafte Störung, wahrscheinlich im schizoiden Bereich zuzuordnen, der Fragmentierung von Persönlichkeit, wobei die Teilpersönlichkeiten untereinander gar nicht mehr den Kontakt haben, damit überhaupt ein angemessener Austausch stattfindet. Also gut, dass es so jemanden gar nicht gibt, sondern dass nur eine schematische Zeichnung ist. Und dabei merkt ihr auch, was ein Problem ist, nämlich dass sich eine logische Kategorie, die durch einen grafischen Kreis dargestellt wurde, über eine biologistische Metapher zu einem Gegenstand entwickelt hat und dann noch sogar zu einem lebenswichtigen Gegenstand wie Haut. Und als Metapher darf man sowas verwenden, wenn man ein Phänomen hat, das man beschreiben will und sagt, das könnte man jetzt in der Metapher fassen. Als Persönlichkeitsmodell würde ich es nicht machen. Und auf der höheren Ebene haben wir das Problem, jetzt auch mit diesem Kreis um die drei Kreise herum, das symbolisiert einen Bezugsrahmen, Frame of Reference.
Und das sagt eben die, was jeder von uns weiß, wir haben, wenn man in Teilpersönlichkeiten denkt, muss es irgendetwas Koordinierendes, Integrierendes geben. Und dieses, die Ich-Zustände, koordinierende und integrierende System, Schiffsche Definition, das ist dieser Bezugsrahmen. Das heißt, wenn ich im Moment gerade als Rettungssanitäter auf den Plan gerufen werde, gibt es einen anderen Bezugsrahmen, in den ich trete, der auch das gesamte Aktivieren, Nicht-Aktivieren, Identifizieren, Zusammenspiel der verschiedenen Teilkräfte in mir anders organisiert, als wenn ich im Moment auf den Kinderspielplatz komme und nicht aufpassen muss. Dann kann eine ganz andere Welt sich aktivieren, die auch eine andere Persönlichkeit erzeugt. Insofern ist es natürlich was sehr Wichtiges, dieses Zusammenspiel. Also welche Teilpersönlichkeiten liefern welchen Beitrag zu dem entstehenden Wirklichkeitsbild, aber auch wie organisiert ein Wirklichkeitsbild das Aktivieren von Teilpersönlichkeit und deren Zusammenspiel. Und da kommen wir dann ja nachher in diesem wirklichkeitskonstruktiven Ansatz in sehr interessante Gefilde, dass ich mich zum Beispiel damit beschäftige, wie ich einen Menschen in einer Kultur so einbinde, dass sein Bezugsrahmen sich dieser Kultur gemäß entwickelt, der in ihm ganz andere Seiten in den Vordergrund bringt und sich organisieren lässt, als wenn er zum Beispiel stattdessen in einer Therapiegruppe wäre. Also der Bezugsrahmen eines Weiterbildungssystems aktiviert was ganz anderes und beim einen haben wir einen toll funktionierenden Menschen, beim anderen vielleicht einen kranken Menschen. Jetzt kann man immer sagen, beim Kranken geht es ja darum, sich dem auch wirklich zu widmen, dann macht man das, was krank ist, weg und dann ist der gesund. Oder beim Tollen ist es ja nur eine Kompensation, der traut sich ja noch nicht zu seinen schwierigen Teilen zu stehen. Solche Polarisierung und Schematisierung hat man gerne vorgenommen, die taugen natürlich nicht wirklich. Also man muss einfach gucken, von welcher Seite her man das Pferd aufzäumt. Wichtig ist, dass man nachher reitet. Also das ist der Bezugsrahmen und so sieht die Grafik zu sowas aus. Hier haben wir jetzt das klassische Funktionsmodell. Ich habe jetzt das gerade implizit schon ein bisschen erzählt, wie sich das entwickelt hat. Man hat jetzt, und das ist ja eine Erfahrung, die jeder kennt, es gibt Eltern, die einem kritisch, kontrollierend, negativ kontrollierend, positiv kontrollierend, kann man nochmal unterteilen, negativ fürsorglich, positiv fürsorglich entgegenkommen und das macht einfach einen Unterschied, ob ich den anderen gerade als mich fürsorglich behandelnd oder mich ausrichtend, kontrollierend behandelt. Und entsprechend hat man dann die Eltern Ich-Qualitäten, mit denen jemand unterwegs ist, nach außen eingeteilt und das Gleiche hat man beim Kind gemacht. Komplementär dazu hat man gesagt, wenn jemand nicht selbst auf der Höhe ist, für sich zu entscheiden, kann er sein. Entweder fühlt sich frei und froh, dass das freie Kind, dem dann sehr viele romantische Eigenschaften zugeordnet werden, oder man ist das angepasste Kind, was da meist eine Konnotation von brav, sich nicht seiner Kreativität, seiner Eigenart und Freiheit stellend eingeordnet wurde. Man muss wissen, diese Transaktionsanalyse ist ja 48. der erste Aufsatz über Intuition. Wir waren jetzt bei 57 mit dem ersten Strukturmodell, ist also in den zwischen 60 und 70 entstanden. Mit 70 ist Eric Byrne ja gestorben. Das war die Zeit, in der man voll rebellische Rituale in diesem Bereich der Psychotherapie gemacht hat, bis hin Hexeneltern auf dem Lagerfeuer verbrennen. Also diese starke Schemabildung, dass wenn es mir nicht gut geht, muss ich der Kindheit schlecht behandelt worden sein und das müssen irgendwelche Hexenmotivationen in meinen Eltern gewesen sein und ich muss ja nicht die ganzen Eltern wegschmeißen. Al Pesso hat dann gesagt, hat zweierlei gemacht, er hat gesagt, wir teilen die Eltern in die guten Eltern und die schlechten Eltern und die schlechten Eltern schicken wir in die Wüste und die guten haben wir ja dann noch. Und da hat er psychodramatisch mitgearbeitet, was übrigens erstaunlich gut funktioniert, so wenig wasserdicht das ist als Konstrukt, aber psychotherapeutisch, ich habe das mal mitgemacht, kann das eine heilende Wirkung haben.
Also das ist das klassische Funktionsmodell. Und ich habe dann gesagt, und jetzt kommt eben die Weiterentwicklung von Bernd Schmidt mit rein, das offene Leitermodell. Dann sagt er, warum brauchen wir eigentlich drei Kringel? Und nachdem wir ja ohnehin jetzt durch Unterteil, also erstens schaffen wir uns eine Begrenzung, die unnötig ist. Und zweitens, die Unterkategorien, die wir vielleicht unterteilen wollen, schaffen wir jetzt durch Subsysteme innerhalb der drei Kringel. Aber es wäre doch viel einfacher, wir machen von vornherein ein offenes Leitermodell. Leitermodell deswegen, weil wir ja die Person grafisch so darstellen wollen, dass sie nachher in Interaktion mit anderen verwendbar ist. Also es hat einen rein pragmatischen Grund. Ganz früher gab es durchaus Ich-Zustandsmodelle, die eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit hatten. Nur dadurch, dass man eben das zwei nebeneinander stellen wollte und die was miteinander machen sollte, musste man die irgendwie in vertikale Konstrukte bringen. Und da habe ich gesagt, ja okay, das finde ich auch eine gute Sache. Und warum nicht gleich ein offenes Leitermodell, in das wir dann einfach einfügen, was wir für die Analyse brauchen und alles andere weglassen. In den Pfeilen seht ihr etwas, was ich jetzt noch nicht erläutert habe. Das sind nämlich Transaktionen, also Bezüge zweier so konzipierter Funktionsbündel zueinander, was die miteinander machen. Kommen wir dann bei den Transaktionen dazu. Könnt ihr noch? So, jetzt war immer die Frage, als Transaktionsanalytiker ist ja immer die Frage, aus welchem Ich-Zustand agiert jemand? Weil wenn jemand nicht im richtigen Ich-Zustand ist, hat es keinen Sinn, mit ihm etwas zu machen, was aus dem Ich-Zustand, den man braucht, nur zu machen ist. Wenn ich mit jemandem, das kennt jeder von euch, wenn ich mit jemandem erwachsen umgehen möchte und der ist total albern, hat es keinen Sinn, mit dem die Inhalte auszutauschen. Ich muss ihn erst identifizieren, er ist in einem juxigen Kind-Ich-Zustand und dann muss ich überlegen, kriege ich ihn in den Erwachsenen-Ich-Zustand und erst dann macht es Sinn, sich mit ihm zu unterhalten. Also eine banale, aber finde ich in der TA sehr, sehr klare Einsicht. Ich muss überlegen, bevor ich versuche, irgendwelche Austausche an Botschaften zu machen, gemeinsame Wirklichkeit zu erzeugen, muss ich irgendein Bild davon haben, wo der andere ist, wo ich bin und ob die Voraussetzung überhaupt gegeben ist, dass wir das im Zusammenspiel im Moment hinkriegen. Oder wenn wir irgendwo uns hin verrannt haben miteinander, dass ich gucke, wer hat sich eigentlich wie, wohin verrannt. Und nicht, dass ich sage, das ist ein Konflikt zwischen uns als erwachsenen Personen, sondern da, wo wir gelandet sind, da hat jeder, ohne dass er es merkt, ist einen anderen Teil seines Funktionierens gerutscht und das hat so zusammengepasst, dass das dabei rausgekommen ist. Hat auch den großen Vorteil, dass man sich auf die Weise ein Stück von sich distanzieren kann, also eine Metaposition zu sich selbst einnehmen kann und von daher, wenn es mit Okay-Gefühlen verbunden werden kann, auch mit einer interessierten Lernhaltung. Also man sagt jetzt nicht, das hast du, wie konntest du mir das antun, sondern wir haben uns jetzt dahin verrannt. Ja, also es fühlt sich jetzt so an, als wärst du gemein zu mir gewesen, aber wenn ich mir es von außen angucke, ich weiß, dass es nicht alles und nicht deine Absicht ist, aber irgendwie haben wir uns dahin geschaukelt. Lass uns mal gucken, wer von uns wie beteiligt war und dann bei der Spielanalyse, wie haben wir das aufgezogen, das nächste Mal, wenn wir wieder auf dem Trip sind, uns nicht gleich merken, dass wir dann die Bremsspur ein bisschen kürzer wird und wir rechtzeitig abzweigen. Dazu ist nötig, dass ich eine Diagnose habe. Also wie komme ich zum Schluss, welcher Ich-Zustand eigentlich zurzeit aktiv ist? Und da galt es generell immer, es gibt vier Diagnosemöglichkeiten. Man hat immer so getan, als würden die für alles gelten. Wenn man näher hinguckt, muss man sagen, zwei beziehen sich eigentlich eher auf Funktionen und zwei beziehen sich eigentlich eher auf Struktur, auf strukturelle Ich-Zustände. Die beiden, die sich auf Funktionen beziehen, das nennt man Verhaltensdiagnose. Also wenn sich dann jemand jetzt einfach quirlig, giggelig verhält, komme ich zu dem Schluss, Verhaltensmerkmale, Zentralcomputer, was meinen Sie? Kind ich. Ja, hat alle Anzeichen, also außer im Karneval oder in den Reden bestimmter Urvölker kommt sowas normalerweise nicht vor, müssen wir das eigentlich der Sphäre des kindlichen Ausdrucks zuordnen.
Und über diese Verhaltensbeschreibung kommen wir dann zu einer Einordnung. Das kann man mit dem Elterlichen und so genau machen. Das sind also, ist die Verhaltensdiagnose. Dass das natürlich, jede Diagnose hat natürlich mit den Schemavorstellungen des Diagnostizierenden zu tun, was man als Systemiker völlig selbstverständlich ist. Das heißt, es kann jemand sehr wohl in einem Eltern-Ich sein, der aus einer Kultur kommt, in der man als Eltern Sachen macht, die man in unserer Kultur als Eltern niemals machen würde. Wie in die Luft spucken und drunter durchlaufen. Man denkt, das kann nur Kind-Ich sein, aber das kann auch ein ganz bestimmtes Elternritual in irgendeinem Stamm sein. Es ist auch müßig, das Problem, diese Schemata, die laden auch immer ein zu der Frage, was gehört wohin? Im Sinne von, als könnte man was objektiv zuordnen. Das ist aber Blödsinn, sondern es ist immer die Frage, was möchte ich auf welches Tablett legen, zum Zwecke welcher Differenzierung und arbeite nach. Und wenn es nur darum geht, kann ich schnell genug laufen, dass ich unter der Spucke nicht nass werde, ist es völlig uninteressant, ob das aus dem Kind oder aus dem Eltern nicht gespuckt ist. Sondern der das andere, und das ist, was auf einen tollen Begriff gebracht hat, womit wir ständig arbeiten, alle tun das, man kann gar nicht. Die Frage ist, tut man es differenziert? Das ist das, was wir soziale Diagnose nennen. Das heißt, ich spüre in mich herein und gucke, in welche Art von Inszenierung bin ich eingeladen? Welche Art von Reaktionen werden in mir wach, in Reaktion auf das, was derjenige zum Ausdruck gebracht hat? Und aus dieser komplementären Antwort schließe ich zurück, was da drin war. Also da jemand sagt, dass es sehr interessant war, was der Schmidt da vorne jetzt gesagt hat, und man könnte ja auch nichts dagegen sagen, dass es so ausführlich geworden ist, wenn er damit schon 33 Jahre unterwegs ist. Kannst du jetzt verhaltensdiagnostisch nicht unbedingt sagen, da ist eine Schmähung drin. Wenn ich aber gucke, wie fühle ich mich, ja, soziale Diagnose ist, der hat mir ans Schienbein getreten. Wie bei jeder Diagnose muss ich natürlich gucken, bin ich an der Stelle relativ unvoreingenommen, dann kann ich mich erstmal darauf verlassen, dass ich vermutlich das richtig empfinde. Wenn ich bei jeder dritten Äußerung der Menschen um mich herum geschmäht fühle, dann habe ich ein anderes Thema, dann muss ich erstmal die Brille putzen, bevor ich mit ihr nochmal genau hingucke und sehe dann, was ist wirklich draußen. Oder was ist wahrscheinlicher draußen und was ist der Dreck auf meiner eigenen Brille? Dazu brauchen wir dann wieder Selbstreflexion und Selbsterfahrung. Also das ist die soziale Diagnose. Ich benutze die auch gerne, indem ich nicht nur meine eigenen Reaktionen angucke, sondern wenn jemand zum Beispiel endlos redet und ich habe das Gefühl, es ist oben drüber geschwätzt, es hat keine Relevanz, dann gucke ich, was in der Gruppe los ist. Wenn ich merke, da geht einer, da schaut einer mit den Füßen, da wird einer langsam etwas bleich und wahrscheinlich geht er ihm bald an die Gurgel, komme ich zu dem Schluss, an der Reaktion der anderen. Gut, wenn einer gelangweilt ist, kann das ein Problem sein. Aber wenn eine ganze Gruppe so reagiert, ist das, selbst wenn ich es interessant finden könnte, denke ich, da ist irgendwas und ich frage mich, was das ist. Also die soziale Diagnose. Ich würde das auf Funktion beziehen, das hat mit der Herkunft der Zustände zunächst ja beides gar nichts zu tun. Strukturmodell ist immer Herkunft. Wenn mich die Herkunft interessiert, kann ich diese beiden anderen Arten der Diagnose aktivieren, nämlich, woher kommt es? Kennst du das von irgendwoher? Ja, also ich kann auch beides miteinander kombinieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich merke jetzt in mir, dass je länger du redest, desto mehr denke ich, dem zuzuhören lohnt doch nicht. Ich lasse ihn reden und nächste Gelegenheit wechsle ich einen Gesprächspartner. Das wird in mir wach, die soziale Diagnose. Also irgendwas scheinst du auszustrahlen durch dein Verhalten, dass so eine Szenerie, dass man so mit dir umgeht, geweckt wird. Und dann sagen, kennst du das von irgendwoher? Und er sagt, ja, genau so ging es mir, wenn ich aus der Schule kam. Meine Mutter
Der hat immer ja, ja gesagt, dann willst du nicht noch eine Dampfnudel. So kam ich zu meinem Gewicht. Sobald ich irgendwie ein Signal gegeben habe, dass ich sie jetzt nicht ganz dringend noch weiter erzählen muss, fing sie von was ganz anderem an und hat was anderes gemacht. Ja, das wäre jetzt historische Diagnose. Wir können eine Qualität, die wir über die soziale Diagnose beschrieben haben, historisch einordnen und jetzt im Sinne des Strukturmodells auch an früheren Mitspielern in Szenarien zuordnen. Und dann können wir zu sehr guten und relevanten Fragestellungen miteinander kommen. Kann man fragen, und wenn das dann so weitergegangen ist damals, also wir spielen das nicht miteinander durch, dadurch, dass ich es frühzeitig zum Thema mache, ist noch, bei den Spielen haben wir das, ist man noch nicht verfangen in dem Leid, das auf diese Weise reproduziert wird, sondern hat noch emotionalen Spielraum. Und deswegen können wir jetzt darüber reden. Und wie ist es bei deiner Mutter früher weitergegangen? Da habe ich gesagt, eine Zeit lang habe ich dann ich habe dann aufgehört, das zu erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte, was mir wichtig gewesen wäre, weil sie hat ja ohnehin nicht zugehört. Aber am Nachmittag habe ich mir dann so einen Finger geschnitten, dass sie mit mir ins Krankenhaus musste und 3 Stunden. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, ist ja gut, dass ich jetzt gleich drauf eingegangen bin, weil wir haben gar kein Pflaster da. Also, um aufzuzeigen. Ja, oder wie machst du es heute? Dann sagt er, nee, ich mit dem Schneiden mache ich es nicht mehr, aber mein Computer stürzt dann ab, gerade dann, wenn ich das mit dem Chef, vom Chef drauf habe. Und dann muss er sich schon arg drum kümmern, mit mir zusammen. Ich gebe mir natürlich größte Mühe. Und der muss mir dann ganz genau zuhören, wenn ich ihm dann reproduziere, was ich da alles geschrieben habe. Also ich lasse da jetzt so eine kleine Story sich entfalten, wo man sich sofort einen wunderbaren, traumatischen Kindheits- mit wiederholungsneurotischem Zusammenhang ausmalen kann. Also historische Diagnose und das andere ist die phänomenologische Diagnose oder erlebnisbezogene. Das sind ja eigentlich keine, gar nicht so sehr Arten von Diagnosen im Sinne von das sind Verfahren. Die oberen sind auch Verfahren, das ist in Ordnung. Man hat die erfunden, indem man einfach sagt, lass uns das mal spielen. Oder wenn jemand zum Beispiel, ich spreche mit jemandem, der macht währenddessen immer so, tippt immer ungeduldig mit dem Finger. Das sind die Gestaltmethoden. Dann würde ich sagen, ich merke, dass wenn Sie reden, dass Sie da etwas zeigen, dass, von dem ich das Gefühl habe, das spielt rein, aber es passt eigentlich gar nicht so recht in unsere Situation. Da mischt sich im Hintergrund eine Wirklichkeit mit ein, von der wir gar nicht wissen, wohin die gehört. Sage, haben Sie eine Idee? Woher das kommt, sagt er, nein, weiß ich nicht. Also historische Diagnose versagt, weil wir das Material nicht kriegen. Und dann kann man diese anreichernden Verfahren machen Sie mal so und nochmal so und Augen so und weiter so und was fällt Ihnen ein? Und dann irgendwann bricht derjenige in Tränen aus oder es kommt ihm einfach ein Bild und sagt, ich höre das Tap, Tap, Tap. Ja, jetzt haben wir einen kinästhetischen Reiz, es kommt NLP-mäßig, die anderen Eindrücke gesellen sich dazu. Ich höre das und es riecht so muffig. Da war dieser alte Offizier mit dem Holzbein, der meine Mutter immer besucht hat. Und wenn der sich erkundigt hat, wie weit es jetzt eigentlich ist, ob sie immer noch auf meinen Vater warten will oder so, dann hat er immer mit dem Finger geschnappt. Und irgendwie fand ich auch spannend, dass der nicht nachgegeben hat. Der wollte wirklich was. Auf der anderen Seite wäre mir es ganz unheimlich, weil ich nicht verstanden habe, was eigentlich läuft. Und sage, okay, dann kann das sein, dass das, was zwischen uns beiden gerade läuft, davon was hat und dieses Fingertapsen erzählt, dass es sozusagen ein Zusammenspiel mit Szenerien gibt von damals. Und dann ist gut, gibt das kann auch, also muss ja nicht immer neurotisch sein. Also jetzt muss ich sagen, es ist so, dass ich einerseits toll finde, dass wir an die Börse wollen und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir lassen uns da auf was ein, wo ich nicht weiß, ob wir mehr kaputt machen oder mehr gewinnen.
Das heißt, es kann über solche Einspielungen eigentlich ein zur Verfügungstellung wichtiger Urteile, intuitiver Urteile sein, muss ja nicht immer neurotisch sein. Kann aber, wobei die Transaktionsanalytiker dann jetzt eher danach gucken würden, wie, inwiefern das etwas ist, was auf pathologische Weise in die Gegenwart reinspielt. Ich öffne das immer, das kann alles Mögliche sein. Also das wäre zum Beispiel für erlebnisbezogene Diagnose und da ist unserer Fantasie keine Grenze gesetzt, dass wenn wir Elemente von Wirklichkeiten haben, die sich einmischen, von denen wir das Gefühl haben, das gehört was anders hin, bedarf der Würdigung. Wir können es entweder nicht rausschieben oder wir wollen es vielleicht auch gar nicht rausschieben, weil das ein Kommentar ist, der zu sehr am Rand ist. Dann lasst uns das mal sich richtig entfalten, sodass wir wissen, was das eine ist und was das andere ist. Also das nicht Trübung, dieser Gedanke der Trübung ist ein sehr guter Gedanke der TA, wo die Sachen unerkannt sich ineinander verflechten und man nicht weiß, was was ist, dass sie entflechtet werden, dann kann man sie auch getrennt leben oder auch getrennt zu Rate ziehen, etwa bei solchen Beurteilungsprozessen. Okay. Ich würde sagen, das wäre ein ganz guter Punkt. Wir sind also mit den Ich-Zuständen jetzt erstmal so nicht durch. Es ist in einer Weise ja wirklich so ein Aufdröseln auch der Theoriefragen. Ist es für euch lebendig genug, dass ihr versteht, dass es nicht einfach nur Deklinieren von Theoriefragen ist, sondern was für unmittelbare Auswirkungen für Steuerung das haben kann, je nachdem, wie man die Dinge konzipiert. Also da sehe ich relativ viel Nicken. Jemand, der es nicht gut so nehmen kann, der noch was extra braucht? Gut, ich lade es nicht sehr oft ein, Fragen zu stellen oder so. Wenn ihr wirklich was habt, wo ihr denkt, das würde euch interessieren, fühlt euch jetzt auch nicht von Fragen oder Kommentaren ausgeschlossen. Aber sonst ist es für mich das Komfortabelste. Ich kann einfach meine Story entfalten. Und ich sehe euch ja an und solange ich das Gefühl habe, ihr seid dabei, ist es für mich gut und hoffentlich für euch auch. Wir machen weiter um 3. Essen und auch ein bisschen ausspannen und dann geht es pünktlich um 3 weiter mit was, was ihr nicht verpassen solltet. Jetzt ist mir der Witz eingefallen. Hat was mit Gebrechlichkeit und mit Turbo zu tun. Sitzen zwei Freunde beieinander in der Wohnung des einen, der dann sagt, du Karl, was, du bist ja mein Freund und jetzt wollte ich es auch einfach mal dir sagen, du, ich habe jetzt doch mal so einen Gedächtniskurs gemacht, also so, weil du weißt ja, und dann fällt es mir halt auch nie ein und so, und das habe ich jetzt einfach wirklich mal gemacht. Da sag ich, der Mensch, Egon, das finde ich aber klasse, dass du mir das so sagst und so. Also wir alle haben ja zu kämpfen und das ist einfach gut, wenn man mit umgeht. Wo hast denn du den Gedächtniskurs, das Gedächtnistraining gemacht? Da sag ich, der, ja, also Karle, wie heißt die Blume mit den Dornen? Sagt er, Rose. Rosel, wo habe ich das Gedächtnistraining gemacht? Das war der Turbo.